Heute auf der COP26 habe ich einige Dinge über Naturdokus gelernt, die mich fast vom Hocker gehauen haben. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Sounds von Tieren oft von professionellen Geräuschemachern im Nachhinein erzeugt werden? Die Realität ist nämlich, dass man häufig Flugzeuge, Kettensägen oder Maschinen von Waldrodungen im Hintergrund hört. If they don't have the audio, they'll need to recreate it. Und das passt nicht in perfekte Hochglanzdokus. Dabei wäre es so wichtig, gerade hier auf Probleme aufmerksam zu machen. Joe Ruxton, die dort gesprochen hat, hat bereits 2001 an der Doku Unser blauer Planet mitgearbeitet. Wie sie sagt, ist ihnen beim Film von Grindwalen permanent Plastik vor die Linse geschwommen. Schon damals hätte man also auf das Plastikproblem im Ozean hinweisen können. Die oberen Etagen haben sich aber entschieden, diesen Teil rauszuschneiden, weil er unschön ist. Auch Strände wurden vorher von Müll befreit, damit man einwandfreie Shots bekam, wie Schildkröten dort lang liefen. Kurzfristig vielleicht schöner, langfristig ein Problem. Mein Fazit des heutigen Tages: Filmemacher sollten sich darüber bewusst sein, dass sie eine unglaubliche Macht haben, um auf Missstände hinzuweisen. Und statt zu kaschieren, sollte die Wahrheit berichtet werden.